Herzlich willkommen zu Startet einer einfach. neuen Folge von Portal 2. Hi. Der Solka spielt da hinten schon rum. Ah! Komme ich an den vorbei? Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Nein, ich will sowas nicht haben. Da bist du. Nein! 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 Nein, aber spielen! Solka spielt komische Sachen. Wie sich gefragt haben, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach so hier platziert, da standen sie dann. Hab das dann hochplatziert und bin dann ganz schnell dran vorbei. Ich kann nicht sehen. Okay. Was fahren wir denn da? Oh, das sieht gar nicht freundlich aus hier drüben. Wofür hat Aperture Science diese ganzen, Aua! Ich töte mich mal eben kurz. Du tötest dich mal. Bin gleich wieder da. Okay. Hab noch was vergessen. Dachtet ihr, der Schalter sei dort unten? Ja, dachten wir. Mal, ich bring Turret mit. Okay. Du hast den Transportstrahl. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten gerade weiter, glaube ich. Wo ist gerade? Und da. Ach, da. Den anderen Weg sehe ich gerade nicht. Ich hänge hier oben fest. Warum hänge ich hier oben fest? Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du nicht irgendwie runter? Nee. Ich bange hier fest. Nun, ohne dich geht's hier hinten nicht mehr weiter. Ich stecke wirklich in der Wand fest. Oh Gott. Okay, warte mal. Kannst du mal so ein Ding holen und mich töten? Ich komme, glaube ich, nicht mehr zurück. Achso. Kann man irgendwie einen Dingspunkt neu laden? Stadt neu laden? Okay, niemals in der Wand feststecken bleiben. Wen haben wir denn da? Hattet ihr Angst vor den Tests? Hatten wir. Ganz doll. Die Testkammer ist ausgewählt, das heißt, wir können direkt wieder okay, rein. Okay, das ist gut. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Brauchen wir die Dinger? Die Verwaltung. Ich glaube nicht, nein. Okay. Achso, ich. Aber den Transportstrahl bräuchten. Wie habe ich das denn eben gemacht? So, ne? So und. Oh, naja. Wir sollten durchkommen. So, jetzt versuche ich rechtzeitig zu platzieren. Nicht, dass ich gleich wieder an der Wand festbugge. Ach, da unten war es. Puh, ich bin nicht mehr in der Wand. Oh nein, ich werde gleich runterfallen. Oder? Ach, ist nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Es ist Boden da unten. Okay. Ah, schön, ich kann mich wieder bewegen.
Okay. Das haben wir und den Transportstra... Wo wollen wir denn hin? Darüber? Nee, das sind nur die Turrets. Ach hier, das ist das Ding, ne? Aber wo kriege ich den denn? Kann ich den denn abgreifen? Da oben? Ach, da oben. Ich hab mein Portal falsch passiert. Ach, alles gut. Vermeiden. Ja. Machen wir irgendwann auch. Okay, also. Hier oben war das ja irgendwo. So, da muss ich jetzt einfach nur meine Portale richtig platzieren. Wo geht's denn für uns jetzt weiter? Ah, da. Und dann? Ich sehe es gerade leider nicht. Da unten? Nee, ne? Da hinten. Ach, da hinten, okay. Oh, das war falsch. Nee. Ach doch, war richtig. Oh! Nach dir. Achso, danke, danke, danke. Hm, ich dachte, man kann Türen öffnen. Okay, wahrscheinlich war hier durch, ne? Ah, und von hier auch dahin dran. Okay. Das heißt, die Turrets sind jetzt abgesperrt. Sehr schön. Uhu. So, wo müssen wir jetzt gleich lang? Da ist eine Portalfläche wieder. Oh. Nein! Ach, die Flächen wären hinter mir gewesen. Ah, okay. Dass die Brennstoffzelle in 2 Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. Da bin ich eben, das habe ich eben übersehen. Ah, okay. Alles blöd hinter mir platziert. Ah, ja, ja, ja. Ah, Disk. Schon wieder eine Disk reinschieben. Wo ist sie denn? Huhu. Nee, da ist sie nicht. Hier hinten war sie. Ah, okay. Steht, man soll irgendwas offline halten. Glaubst du, das ist bedeutend? Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Schön. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön.
Hindernislauf. Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke, an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Oh. Ja! Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher mit einer Party. Okay. Müssen wir jetzt... Warte mal. Geronimo! Wo hast du das denn geöffnet? Ach, da oben. Okay, ich komme hinterher. Ich mach die Augen zu. Oh. Ich fand dich. Danke. Abschnitt 5. Okay. Oh, warum müssen wir mal fallen? Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Das ist ein Knopf. Jetzt können wir mit Ihnen spielen. Ach, ich dachte, das würde die jetzt aktivieren. Oh. Langweilig. Toll. Aber stell dich mal da drunter, dann wirst du blau. Aber ich bin doch schon blau. Ich bin ein blauer Flummiball. Alter, das geht uns, um da hochzuspringen. Okay. Auf. Plattform. Wow! Jetzt kann ich was runterfahren? Da. Ah, okay. Wenn du dich jetzt wieder auf die Platte da unten stellst, kann ich hier hochspringen. Jetzt wieder runtergehen wahrscheinlich? Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Tschüss. Und oh, nicht schon wieder. Oh Gott. Ich stell dir das mal in VR vor. Oh nee, danke. Mir ist jetzt, ganz ehrlich, bei den Passagen, wo man keinen Boden unter den Füßen hat, da ist mir schon so schlecht immer. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Bin ich hier oben? Du auch, okay. Warte, kann ich denen nicht ein Portal irgendwie schießen? Kannst da ein Portal platzieren für den, Strahl. Transportschacht. Sieht das von hier? Nee, ne? Du kannst einfach durch das Gitter durchschießen. Meinst du? Okay. Ist ja kein Glas. Und dann dahin, ne? Oder? Nee, es macht keinen Sinn. Musst du das ja irgendwo hier hinschießen, oder? Nee, warte. Du kannst doch jetzt durch das... Nee. Ich hab nichts gesagt. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Warte, ich guck dir mal zu.
Also ich überlege gerade, irgendwie wollen wir das Gel wahrscheinlich hier runterbringen. Kann ich da runter? Dass wir dann darüber und darüber da hinten hinspringen können. Ja. Das heißt, warte mal, ich habe ja jetzt hier... Komme ich hier irgendwie ran? Nee, ne? Komm irgendwie nicht an die Fläche. Ah, jetzt geht's. Nicht ganz. Soll ich meinen mal ausmachen? Muss mir die Gamma auch nochmal genauer ansehen. Guck mal. Wir wissen, wo hier Portalflächen sind. Da ist eine Fläche. Bringt das was? Bringt auch nichts, ne? Na, jetzt wurde das ja wieder gelöscht. Hm. Darüber komme ich auch nicht so dran. Mhm. Jetzt habe ich da unten was hin platzieren können. Ah, okay. Wenn du dein Portal dann immer mal wieder wegmachst, dann wird ein bisschen was zumindest da unten blau gemacht, denke ich. Du versuchst deins gerade wieder zu löschen, ne? Ne, ich versuch's gerade da hinten zu platzieren. Okay, jetzt hast du da Glibber. Und was ist, wenn ich jetzt so und so mache? Bringt uns nichts, ne? Fahr einfach mal runter und schau, ob hier unten irgendwas ist. Nö, nichts, was ich auf die Schnelle sehe. Oh nein, du bist gestorben. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Nee, da komme ich nicht drüber. Hm. Ja, der Transportstrahl muss doch auch noch irgendeinen Nutzen haben. So, wenn wir da... Nee, aber da kommen wir nicht rein, oder? Da kommen wir von hier aus rein. Mal. Nee. Hm. Also irgendwie mussten wir, glaube ich, einen darüber bringen. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau wie. Ja, da kam ja nur das Zeug runter. Das bringt irgendwie auch nichts.
kommen da ja wahrscheinlich nicht runter, ne? Heil. Wo landet das jetzt gerade? Auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn du jetzt aber den Transportschacht dahin unten hin platzierst. Also. Genau, und jetzt das reinfliegen lasse und du dann, wenn da ein bisschen was drin ist, ja. Dein rotes Portal wieder nach da platzierst. Ja. Dann könnte das funktionieren. Na, ja. Wenn? Ja. Ist jetzt was drin? Ja, ne? Okay. Willst dann. Wer will springen? Dann springe ich ja mal. Mach das mal. Ja, du hast es geschafft. Das hat gefunktioniert. Okay. Jetzt kannst du einfach springen. Ich hab dir hier den Schacht platziert. Von hier aus? Nee, einfach von da oben hier runter. Achso, okay. Aber spring möglichst gerade, sonst landest du irgendwie schräg, schief und chap, müssen der Luft voll korrigieren und alles auch nicht holen. Ah, da komme ich drauf. Ah, ich sehe es. Okay, wir haben's. Abends. Lass mich raus. So. Voll gut. Seid ihr defekt? Nö. Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Und abwärts. Tschüss. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Berechtigter Einwand. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Okay, was haben wir denn so? Wir haben eine Lichtbrücke. Wir haben einen Knopf. Wir haben Gel. Boah, dieses Runtergucken macht mich immer ein bisschen fertig. So. Und wir gehen einfach mal. Bisschen gucken, würde ich sagen. Müsste ich ja wieder irgendwo schießen, oder? Ach, kommen wir da hoch? Meinst du, das ist so einfach? Ne, wir müssen ein Stückchen weiter nach da. Also, dein steht ja jetzt sicher, ne? Ach, das geht. Ah, okay. Das geht. Das sah gerade so aus, als wäre hier ein Geländer von unten. Also, ich müsste ja jetzt das so machen. Dann kannst du da durchgehen. Da ist noch ein Knopf. Da kommt ein bisschen Glibber. Der löst da hinten ja irgendwo Glibber aus. Also, du müsstest ja durchgehen können. Noch runtergefallen. Oh nein! Euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft. Doch, aus Erfolgen lernt man doch nichts. Ja, ich lasse dich einmal vorbei. Wird zu lang gehen, damit deine Zuschauer das auch sehen, ja, alles? Ja, natürlich. Ich kann auch mal durchgehen. So.
Dann muss ich ja hier irgendwie runterspringen, oder? Ach nee, kannst du den Knopf drücken? Bin da. Jetzt muss ich dir irgendwie helfen, ne? Warte, ich mach dir die Portale. Oh, wenn ich rankomme. Ist immer noch nicht, ne? Oh nein, sorry! Aber jetzt ist die Brücke da. So schwer ist das nicht. Sie können sich nicht allein befreien. Also dürfte es jetzt drüber gehen können? Ja, aber du kannst auch da drüben unten unter dem Clipper ein Portal platzieren und da oben ein Portal platzieren. Dann kann ich hier rüber hochspringen. Achso, warte mal. Hier? Und unter dem Clipper? Da so? Ah, okay, ja. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? So. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Diese Dame labert eindeutig zu viel. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye. Ciao, ciao.